Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Guide von mir. Diesmal geht's um den OP, also den Paladin. Das hat den einfachen Grund, weil ich gefragt wurde, nachdem ich mein Kleriker-Video rausgebracht hatte, wo ich erkläre, mit was für einer Art Kleriker ich am liebsten in Gewölbe gehe, wurde ich gefragt, mit was für Tanks gehst du denn am liebsten in Gewölbe? Und da muss ich ganz klipp und klar sagen, mit Paladinen, die ordentlich geskillt sind. Fangen wir erst einmal an. Also, wenn ihr Frischanfänger seid und ganz neu im Game, ist natürlich die Trankleiste für euch relevant. Was habt ihr da in der Regel drin? Irgendwas, was günstig ist. Was günstig ist und was für euch einen Nutzen hat. So. Im Auktionshaus bekommt ihr das Kriegshorn des Champions, was euch 16.000 vorübergehende Trefferpunkte für 8 Sekunden gewährt. Also quasi eine Art Buff-Heal. Ne, also für eine gewisse Zeit habt ihr erhöhte Trefferpunkte. Die muss der Gegner erstmal runterkloppen, um an eure eigentlichen Trefferpunkte dranzukommen. Ihr seht, das kostet ein AD. Das kann sich jeder problemlos leisten. Einfach in die Trankleiste reinziehen und wenn Notfälle sind, eure Tränke Abklingzeit haben, könnt ihr dieses Horn zünden und überlebt in den, ja, in den meisten Fällen, würde ich sagen. Liliras Glocke ist natürlich auch so eine Sache. Kostet auch im Moment nicht viel durch das Winterfest. Kann sich auch in der Regel jeder leisten. Ist besonders gut, wenn ihr einen Gefährten habt, der sehr nah am Gegner dran steht, oder den Lilant habt, der versucht in der Regel hinter euch zu stehen. Da die meisten Bosse nach vorne den Cleaves verteilen, stirbt natürlich euer Lilant, kann euch während dieser Zeit nicht mit dem Bindungsrunenstein-Buff oder mit den Beschützer-Buffs versorgen. Das ist natürlich dann extrem suboptimal und sollte unterbunden werden, kann mit der Glocke problemlos unterbunden werden. Ihr haltet euren Gefährten vollständig, selbst wenn er tot ist, ist er sofort wieder da und er ist 12 Sekunden immun. Das heißt, er kriegt keinerlei weiteren Schaden mehr für 12 Sekunden. Unglaublich nützliches Item. Und wie schon gesagt, nicht teuer. Wenn ihr nichts anderes habt, wenn ihr noch kein Taschentierchen habt oder noch keine Glücksmünze habt, dann kann ich euch hier auf jeden Fall zu den beiden raten. Günstig, Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt absolut. Und natürlich irgendein Heiltrank für Notfälle. Artefakt sollte, wo wir gerade dabei sind, das Siegel des Klerikers sein. Warum? Ganz einfach. Damit bekommt ihr einen Großteil eurer Aktionspunkte wieder. Und das ist natürlich extrem gut. Na? Außerdem heilt ihr euch bei Verwendung von Begegnungskräften und da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, warum das für diese Skillung super ist. Fangen wir erstmal an. Auch das ist natürlich ein Twink. Auch hier erkläre ich nur, wie ich mir einen frischen Paladin wünschen würde, damit man erfolgreich Gewölbe laufen kann. Also, wie schon gesagt, das Equipment ist hauptsächlich Schrott, den ich nicht gebraucht habe. Wobei so ein paar Sachen finde ich ganz gut. Ring der Brutalität zum Beispiel. Kraft ist euer Hauptattribut, wie man hier auch sehr schön sieht. Ne? Ihr solltet hauptsächlich wirklich auf Kraft gehen. Ihr solltet hauptsächlich auf Lebenspunkte gehen und auf Aktionspunkte zu gewinnen in dieser Skillung. Hat den einfachen Grund, komme ich gleich noch drauf bei Kraft. Lebenspunkte kann ich jetzt mal eben kurz erklären. Ihr habt in der Regel immer die Aura der Tapferkeit drin. Sprich, ihr und eure Verbündeten verursachen mehrere Prozente, hier steht jetzt nur 1%, aber es sind wirklich mehrere Prozente eurer Trefferpunkte als Lichtschaden. Und jetzt werdet ihr fragen, warum ist das gut, warum ist das so toll? Ganz einfach, weil die momentan noch ein bisschen verbuggt ist. Sprich, auch für temporäre Trefferpunkte kriegen eure Gruppenmitglieder eine Damage-Erhöhung. Und die ist nicht von schlechten Eltern. Auch ihr natürlich. Na, also hier seht ihr es. So. Außerdem ist da der schöne Nebeneffekt, dass wenn ihr auf eurer Nebenhand die Aura der Tapferkeit mit drauf habt, bekommt ihr nochmal eine 25-prozentige Kontrollresistenz. Sprich, ihr werdet nicht so schnell fixiert, ihr werdet kürzer fixiert, etc. Auch für Betäubung, etc. Es ist wirklich eine gute Sache auf jeden Fall. Würde ich jedem ans Herz legen.
Trotzdem Kraft und Lebenspunkte eure Hauptattribute. Danach kommt natürlich dann auch, wie immer, wie sonst auch, Aktionspunkte zu gewinnen. So, also Ring der Brutalität. Ich habe hier die Armschiene der Verteidigung drin. Die kriegt man aus Tong. Also für Anfänger nicht geeignet. Ihr könnt euch aber auch hier die Liga-Elite-Sachen oder die Legions-Sachen aus dem Auktionshaus holen. Ihr seht, die sind nicht teuer. Also wirklich überhaupt nicht. Na? Pilger müssten auch drin sein, sind ein bisschen teurer, sind natürlich auch auf lila. Könnt euch wahlweise natürlich auch Sets aus dem Handelsbarenhaus holen. Auch da gibt es einige gute. Ich habe auch in meinen anderen Guides schon bereits mehrere Sets erklärt, die man sich für kleines Geld holen kann. Im Endeffekt, wenn ihr Siegel des Beschützers euch ein bisschen anspart und die kriegt ihr automatisch durch die zufälligen Gewölbe, dann könnt ihr euch damit auf jeden Fall die Ringe für euch und euren Gefährten holen. Gefährten kommen nach Reittiere, also das übernächste Thema. Verzauberung ist euch eigentlich überlassen. Im Endeffekt wäre in der Waffe eine Bronzeholzverzauberung nicht schlecht, damit ihr besser die Aggro halten könnt. Aber auch die Heilige Rächerverzauberung ist zu empfehlen. Oder die Blitzverzauberung, wenn ihr große Mobgruppen halten möchtet, ist auch nicht schlecht. So, Reittiere. Bei den Reittieren ist natürlich wieder wichtig, Kameradschaft des Beschützers, Freundschaft des Beschützers. Das bekommt ihr auch mit blauen Reittieren, die beiden Sachen zusammen, also blau und grün. Dann, ich habe den Magistrat noch drin, weil ein bisschen Heal bei rumkommt. Warum der wichtig ist, erzähle ich euch gleich. Und ansonsten habt ihr noch einen Platz frei, den ihr besetzen könnt, wie ihr möchtet. Ich habe jetzt den drin, weil ich diese Insignie noch übrig hatte und die ganz schön fand. Und die in fast keinen anderen reinpasst. So. Gefährten. Bei euren Gefährten gibt es vier Gefährten, die ich euch auf jeden Fall ans Herz legen möchte. Das sind die Flammen und die Eisfee, für mehr Aktionspunkte zu gewinnen. Das ist der Energon, den ihr aus dem Gefecht Legion des Grauens bekommt. Und das ist die Lilant, die natürlich den schönen Effekt hat, dass sie eine Massenheilung alle 30 Sekunden raushaut und zusätzlich wunderschöne Plätze hat. Also ihr seht es hier, drei Ringplätze und ihr könnt euch ja für Siegel des Beschützers direkt auf Level 70 oder auch schon vorher die Ringe von Dot holen. Sprich, ihr habt dann hier allein schon 1500 Kraft nur durch die Ringe plus die Angriffsplätze sind dann auch nochmal, ja, summa summarum seid ihr dann bei 2400 Kraft so um den Dreh. Bindungsrunsteine sind auch spottgünstig im Moment, drei Stück rein. Und zack, habt ihr innerhalb kürzester Zeit fast 4000 Kraft, die an euch übertragen werden. Ne, ihr seht das, ihr kennt den Effekt von Bindungsrunstein ja alle. So, also die vier Gefährten würde ich jedem ans Herz legen. Der fünfte Gefährte ist da optional. Ich habe jetzt aus dem Winterfest den hier noch gekriegt. Ist ganz nett. Segen. Ne, im Endeffekt, ihr könnt euch hier wieder die ersten Segen kaufen. Ne, so wie ich das in der Regel mache. Hier habe ich sogar ein bisschen vernachlässigt, weil das kein hauptsächlich gespielter Twink von mir ist. Kraft sollte dabei immer Priorität haben. Talente. Jetzt kommen wir zu der Begründung, warum, wieso, weshalb. Warum ist es so wichtig, dass Heilung bei rumkommt, dass eure Aktionspunkte so schnell voll sind? Ganz einfach. Wir haben den Prisma drin. Standardmäßig ist der Prisma ein unglaublich geiles Teil. Allerdings gibt es zu beachten dabei, in größeren Instanzen, auf größeren Maps, löst der Prisma bei allen Leuten aus, die auf dieser Map rumstehen. Und das kann zu extremen Lags führen oder auch zu diversen Bugs. Also das ist der einzige Nachteil bei Prisma. Der Vorteil ist, jedes Mal, wenn ihr tägliche Kraft aktiviert, werdet ihr für 20 Sekunden zu einem Prisma. Sprich, jede Heilung, die ihr bekommt, bekommen all eure Verbündeten. Das macht Heiler noch überflüssiger, als sie eh schon im Spiel sind. Ganz tolle Sache, weil dadurch, wenn ihr verschiedene Verbündete heilt, werden auch noch andere Sachen ausgelöst. Das nächste ist, warum so viel Kraft? Ganz einfach, Aura-Geschenke, Skillen. Damit gebt ihr 25% eurer Kraft an eure Verbündeten weiter. Ist
Absolut genial und essentiell, damit eure Verbündeten auch ordentlich Schaden raushauen. Wir haben noch ein paar Sachen, die wirklich ganz schick sind, ganz nett sind. Ja. Aber im Endeffekt, guckt euch das einfach mal in Ruhe an. Was wirklich wichtig ist, ist unter anderem, wo ich jetzt hier gerade drauf bin, das Echo des Lichts. Damit eure Begegnungskräfte frühzeitig wieder aktiv sind. Prisma ist wichtig. Aura-Geschenke sind wichtig. Das solltet auf jeden Fall, die drei Sachen solltet ihr auf jeden Fall immer drin haben. Hier solltet ihr immer drin haben die Aura der Tapferkeit. Mehr Damage für alle. Aura der Weisheit. Besseres Wiederaufladetempo für alle. Ganz einfache Sache. Damit haben wir auch schon die Hauptsachen geklärt. Warum Aktionspunkte, warum Kraft, warum Lebenspunkte? Genau aus den drei Gründen. Kraft und Lebenspunkte erhöhen den Damage der gesamten Gruppe, was unglaublich wertvoll ist. Und Aktionspunkte zu gewinnen braucht ihr, damit ihr, ne, das schneller wieder auslösen könnt. Natürlich seid ihr auf Eid des Schutzes als Tank. Ganz klare Sache. Generiert unglaublich viel Aggro damit. Zu den Kräften. Hier habe ich normalerweise den bindenden Eid drin. So, nur wenn ich allein unterwegs bin, packe ich den unbarmherzigen Rächer rein für ein bisschen mehr Damage. Ansonsten ist euch das, denke ich mal, alles geläufig. Ein bisschen Damage, ein bisschen Protection für die ganze Gruppe. Blauer Schild, gelber Schild. Und hier haben wir dann natürlich nochmal ordentlich Akkugeneration. Dementsprechend, ja. Was soll ich dazu noch sagen? Ich finde das so gut, wie es ist. Und ich laufe auch gerne mit Palas, die genau so aufgebaut sind. Wenn das natürlich bei euch in der Gilde anders sein sollte, könnt ihr euch danach immer richten. Solltet ihr euch danach richten. Das Schöne hier ist halt nur, auch hier habt ihr wieder natürlich verschiedene. Hier, ne, hier habt ihr zum Beispiel wieder den Eid des Schutzes dabei. Das ist unglaublich nützlich und allein dieser Kraftbuff, der dadurch dabei rumkommt, ist extrem gut. Na, also wenn man überlegt, ich als, ich sag jetzt mal, Twink, habe jetzt schon 150.000 Trefferpunkte gebufft, also mit Gildenessen etc., bin ich locker bei 160.000, 170.000 Trefferpunkten, davon 10% als Kraft. Könnt ihr euch selber ausrechnen. Im Stand habe ich 18.000 Kraft. Im Kampf gehe ich hoch bis auf 70.000 Kraft. Jetzt an den Übungspuppen, die sich nicht wehren, schaffen wir es vielleicht gerade ebenso auf, ach, weiß ich nicht. Müssen wir ausprobieren, aber ich meine, so 30.000, 40.000 sollten eigentlich drin sein. Dann gucken wir mal, dass wir die alle mal ein bisschen anhitten hier. Dann drücken wir mal C. 25.000 im Moment noch. Lassen wir das Ganze mal ein bisschen hochstacken hier. Also ihr seht auch, im Endeffekt könnt ihr eure Abklingzeiten selbstständig reduzieren, was extrem nützlich ist. Und womit ihr eigentlich in fast keinem Gewölbe gezwungen sein werdet, euren Schild zu heben. Wir laufen auch regelmäßig mit diesem Charakter CN. Also Castle Never, Burg Never. Ohne Heiler, ohne alles. Also ihr seht, wie das funktioniert. Ihr seht, ich bin jetzt hier bei über 200.000 Trefferpunkten. Ganz entspannt, 32.000 Kraft. Wie gerade angekündigt, klappt super, ohne einen Buff-Trank dabei zu haben. Ja doch, da ist ein Verteidigungstrank noch mit drin. Aber das war's auch. Ja, 39.000 haben wir gerade gesehen. Also es geht immer weiter hoch. Ihr bufft euch quasi selbstständig hoch und dadurch bufft ihr euch immer weiter und davon gebt ihr dann sogar an eure Verbündeten noch weiter. Mit einem DC, wie ich ihm im letzten Video beschrieben habe, eine extrem starke Kombination dieser beiden Klassen, da sie sich gegenseitig buffen und die Werte dieser Buffs auch wieder weitergeben. Ja, also wenn ihr wirklich da Interesse dran habt, macht das so, könnt ihr eigentlich nicht viel mit falsch machen. Konstitution ist euer Hauptattribut. Sollte es immer sein als Tank.
Und ihr sollt natürlich auch euren anderen Werte wie Verteidigung und Robustheit nicht vernachlässigen. Aber dafür sind ja definitiv eure Ausrüstungsgegenstände ausgelegt. Ganz kurzer Nachsatz noch zu dem Artefaktset, was ich hier trage. Ich trage hier das Beschützerset. Ganz einfach, 10.000 Trefferpunkte mehr heißt de facto 3% mehr Schaden für meine Gruppe. Und mich natürlich auch. Und das ist natürlich wesentlich besser als Valhalla und Co., da ihr die eh nicht braucht. Seien wir ganz ehrlich, ich laufe hier mit, ich bin schon mit 7000 Gegenstandsstufe, also 7400, Castle Never gelaufen, also Burg Never, mit diesem Tank ohne Heiler dabei. Das hat wunderbar geklappt. Sobald ihr die Gegenstandsstufe habt, um in Gewölbe reinzukommen, mit dieser Skillung schafft ihr das auch. Da müsstet ihr schon komplett unaufmerksam sein oder müsstet den Paladin gar nicht spielen können, damit ihr da wirklich in Bedrängnis geratet. Ich wünsche euch damit wirklich viel Spaß. Probiert das aus. Habt damit echt Spaß. Und bis zum nächsten Mal.